Euer Trick geht schief. Ihr verliert einen Break bei einem Kartentrick beispielsweise. Ihr vergesst die Karte, die ihr hättet merken sollen. Euer Zuschauer sieht, dass ihr einen Double Lift gemacht habt. Wie rettet ihr euch, wenn der Trick nicht funktioniert? In diesem Video möchte ich euch einfach drei kleine Dinge vorstellen, die ich immer mache, wenn bei mir irgendwas schief läuft in der Magie. Durch diese Dinge ist es oft so, dass die Zuschauer am Ende von meiner Notlösung noch mehr verblüfft sind, als sie gewesen wären, wenn der Trick normal gelaufen wäre. Ich suche mir eben hier bei mir in meinem Heimatkaff eine schöne ruhige Ecke und dann erkläre ich euch Kartenmagie. Situation 1, die gerne mal eintrifft. Wir zeigen unserem Zuschauer einen Kartentrick. Er wählt eine Karte. Wir wollen sie auf irgendeine Art und Weise wiederfinden. Beispielsweise hätte er jetzt die Kreuz 4 gezogen und wir zeigen ihm die Herz 2 und geben sie ihm in die Hand. Und wir schnippen unseren Finger und in seinen Händen soll sich die Herz 2 in die Kreuz 4 verwandeln. Was auch immer wir machen wollen, auf jeden Fall Situation 1. Wir enthüllen am Ende die Karte, von der wir wissen, wenn wir alles richtig gemacht haben, ist das eigentlich die Zuschauerkarte, aber unser Zuschauer sagt, nein, das war nicht meine Karte, weil wir beispielsweise die falsche Karte nach oben kontrolliert haben. Wir wollten eigentlich die Kreuz 4, die der Zuschauer gezogen hat, in die Mitte vom Kartenspiel schieben und durch entsprechendes Mischen wollten wir die Kreuz 4 dann nach oben bringen, aber das haben wir verkackt. Wir haben aus Versehen die Karten falsch gemischt und jetzt ist eine ganz andere Karte oben drauf, zum Beispiel die Karo 6. Was tun wir dann? In solchen Situationen Ruhe bewahren. Ganz wichtig. Allererste Lektion in diesem Video, bewahrt bitte die Ruhe. Alles ist gut, es ist noch nichts verloren. Denn, und das ist ganz wichtig, das müsst ihr euch unbedingt merken, wenn wir in der Musik beispielsweise einen falschen Ton singen, dann ist das falsch. Wenn wir in der Mathe-Klausur hinschreiben, 2 plus 2 gleich 5, dann ist das falsch. Und das weiß man. Euer Zuschauer in der Magie weiß aber nicht, wie der Trick enden wird. Und das ist Gold wert. Denn, ein Beispiel, unser Zuschauer soll jetzt eine Karte auswählen und das tut er. Er weiß ja nicht, was passiert jetzt? Und damit können wir spielen. Am Ende wird unser Zuschauer immer verblüfft sein. Das ist unser Ziel. Wie kriegen wir das hin? Beispiel, er hatte die Karte gewählt und das war die Kreuz 4. Wir haben sie falsch kontrolliert. Er hat die falsche Karte in seiner Hand und sagt, nö, war nicht meine Karte. Was mache ich? Ich bewahre die Ruhe und ich frage, nicht, welche war denn deine Karte? Und ich nehme währenddessen schon die Karten und gucke sie mir an. Ja, also ich drehe die Karten mit Gesicht zu mir und schaue sie mir an und sage, welche war denn deine? Und der Zuschauer wird jetzt sagen, ja, seine war die Kreuz 4. Ich gehe durch das Kartenspiel und sage, Kreuz 4, interessant. Und jetzt pass auf, ganz, ganz, ganz einfache Sache, die ich machen kann. Ich suche mir die Kreuz 4 raus, die ist jetzt hier. Ich gebe es hier hin und jetzt möchte ich sie nach oben kontrollieren. Ich könnte sie jetzt nach oben kallen, ja, mit dem Spread-Kall, das habe ich euch ja schon erklärt. In der Infokarte da oben habe ich euch 5 Controls beigebracht, dabei ist auch der Kall. Ich könnte sie jetzt nach oben passen, aber das sind alles Moves. Ich würde euch in diesem Moment abraten, Moves zu machen, wenn ihr sie nicht 180% sicher sauber vorführen könnt. Was würde ich stattdessen machen in so einer Situation? Der Zuschauer ist ja voll und ganz drauf fixiert und brennt jetzt unsere Hände kaputt mit seinen Augen, weil er weiß, wir sind am Struggeln, wir haben ja einen Fehler gemacht scheinbar. Erstens, wenn wir locker bleiben, cool bleiben und so tun, als müsste alles so sein und das wirklich so verinnerlichen, dass unsere Körpersprache das auch sagt und unsere Mimik, dann kauft uns das ein Zuschauer auch ab. Dann weiß er, okay, der ist irgendwie ruhig, obwohl es nicht geklappt hat. Ha, scheinbar geht der Trick noch weiter. Wisst ihr, was ich meine? Was würde ich stattdessen machen? Ich würde durch das Kartenspiel gehen bis zur Kreuz 4. Hier ist jetzt die Kreuz 4. In meiner rechten Hand ist jetzt hier oben. Das ist die Kreuz 4. Okay? Ich gehe hier hin, halte sie so in meiner rechten Hand und sage, weißt du was? Und während ich auf ihn zeige, drehe ich das hier um und habe im Prinzip an der Kreuz 4 abgehoben, denn jetzt liegt die Kreuz 4 oben. Ich zeige euch das nochmal. Ich hebe einmal ab. Zack. Die Kreuz 4 ist mittig. Ich gehe bis zur Kreuz 4. Zack. Hier ist sie. Ich teile hier das Kartenspiel. Eigentlich lagen die ja so. Und jetzt lege ich das hier drauf. Okay? Das heißt, die Kreuz 4 aus der Mitte transportiere ich nach oben. Und das mache ich ganz raffiniert. Ich habe das ausprobiert auf verschiedenen Messen mit euch, meinen Zuschauern, die selbst Zauberer sind. Und jetzt habe ich noch keiner erwischt dabei. Es hat keiner irgendwas gesagt dazu. Vielleicht hat es irgendwer in der letzten Reihe gesehen. Aber angesprochen darauf, ey Matti, das war voll offensichtlich, hat mich noch keiner. Also, ich gehe bis zur Kreuz 4 und sage, Kreuz 4 war deine Karte. Aber wir machen was anderes. Zack, jetzt habe ich sie oben. Und in diesem Zeitpunkt kann ich alles machen, was ich will. Was mache ich wirklich effektiv immer an dieser Stelle? Wenn ich jetzt dasselbe mache, was ich vorhin als Haupttrick transportieren wollte, dann habe ich keinen verblüfften Zuschauer.
Warum? Wenn ich jetzt die Kreuz 4 nach oben gebracht habe, ich mache jetzt mein Double und sage, also Herz 9 war das nicht, ne? Nimm die nochmal in die Hand. Er nimmt es in die Hand, ich mache dasselbe und es ist die Kreuz 4. Das, was ich vorhin schon gemacht habe, das ist kein guter Effekt und davon würde ich euch abraten. Warum? Ich habe dasselbe gemacht und keine Steigerung. Die einzige Steigerung ist, vorhin habe ich die falsche Karte erwischt, jetzt die richtige. Das ist Blödsinn, das ist langweilig. Wir wollen jetzt mega einen draufsetzen auf den Fehler, den wir vorhin gemacht haben, weil dann unser Zuschauer den Fehler vergisst. Er vergisst, dass da irgendwas schiefgelaufen ist, weil er völlig verblüfft hiervon ist. Wir müssen einen draufsetzen und deshalb mache ich jetzt entweder, wenn ich sie jetzt nach oben gebracht habe, nenn any card at any number und zwar genau den, den ich euch in der Infokarte da oben erklärt habe, mit Hilfe des Topper Moves von Frank Garcia. Und zwar setze ich einen drauf, indem ich sage, ich hatte ja vorhin gesagt, weißt du was, wir machen das anders. Die Kreuz fliegt jetzt um. Du hast jetzt eine Karte, an die du denkst. Und ich sage bewusst, an die du denkst. Ich sage nicht, du hast eine gezogen, sondern ich sage, du denkst dran. Wenn ich Glück habe, vergisst der Zuschauer, dass er die so ausgewählt hat und es wirkt noch freier. Wisst ihr, was ich meine? Du denkst hier an eine Karte. Kannst du auch an eine Zahl denken? Zwischen 1 und 52. Ja, es gibt 52 Karten. Denk mal an irgendeine Zahl, wo du glaubst, dass dort deine Karte sein könnte. Und der Zuschauer wird sagen, 23. Ihr zählt 23 Karten ab und sagt, wäre das krass? Nach all dem, was passiert ist, ich habe gemischt. Wäre das krass, wenn das jetzt die Kreuz 4 wäre? An 23. Stelle. Ich zeige sie ihm, bam. Jetzt sind sie aus dem Häuschen. Und in dem Moment ist der Any Card at Any Number viel verblüffender, als wenn alles geklappt hätte. Warum? Es wirkt so, als hätte ich gar keine Kontrolle über das Deck, weil ich einen Fehler gemacht habe. Dieser Fehler hat mir geholfen, dass mein Zuschauer verblüffter ist. Alternative zum Any Card at Any Number. Was können wir noch machen? Angenommen, die Kreuz 4 ist irgendwo mitten im Kartenspiel, ja? Wir hatten sie verloren. Ich wollte sie in seine Hand zaubern, aber ich habe aus Versehen die falsche in seine Hand kontrolliert und es ist die falsche. Und er sagt, nee, war nicht meine Karte. Dann sage ich, hä, welche dann? Er sagt Kreuz 4. Ich gehe wieder hier rein ins Deck währenddessen. Sag Kreuz 4, okay? Jetzt gehe ich nicht nur bis zu Kreuz 4, sondern ab der Kreuz 4, und das ist jetzt richtig der Knüller, ich zeige dem Zuschauer die Karten. Ich gucke mit dem Zuschauer rein. Ich sage, siehst du deine Karte hier irgendwo? Kreuz 4. Und er wird sie gesehen haben, ja? Hier ist die Kreuz 4. Und ab der Kreuz 4 buchstabiere ich jetzt mit Karten. K-R-E-U-Z-V-I-E-R. Und jetzt gehe ich bis hier hin und sage, hattest du deine Karte gesehen? Ich mache wieder den Move. Ab hier. Ich gestikuliere zum Zuschauer, drehe in der linken Hand das schon mal um, lege es oben drauf. Ich sage, hattest du deine Karte gesehen, die Kreuz 4? Der Zuschauer sagt, ja. Ist dir was aufgefallen bei der Kreuz 4? Der Zuschauer wird sagen, nee, hä, nee. Und ihr sagt ganz selbstbewusst, mir ist was aufgefallen. Die Position deiner Karte, das ist ganz verrückt. Hast du das gesehen? Und ihr buchstabiert K-R-E-U-Z-V-I-E-R. Und dort befindet sich die Kreuz 4. Ebenfalls etwas, was ich sehr gerne mache, wenn etwas nicht funktioniert. Das sind so die zwei Sachen, die einem so als erstes einfallen. Ihr könnt natürlich völlig verschiedene Sachen machen. Ihr könntet jetzt ins Deck gehen, die Kreuz 4 ausfindig machen, sie nach oben kontrollieren und sie wegpamieren, dem Zuschauer das Deck in die Hand geben und sagen, halt das mal eben. Währenddessen habe ich die Kreuz 4 schon hier. Ich gebe dem Zuschauer das Deck in die Hand, er hält das und ich sage, komisch, ich habe dir die falsche Karte in deine Hand gegeben. Hier in meiner Hosentasche habe ich aber die ganze Zeit mal ein Beispiel, ja, ultra coole Sache. Hau ab, Spinne, danke. Ich habe mich jetzt sehr ausführlich beschäftigt mit dem Szenario. Wir wechseln einmal den Ort und reden über Fall Nummer 2. Let's go. Sonst eine andere Idee, die mir gerade auf dem Weg hier noch eingefallen ist. Euer Zuschauer hatte ja eigentlich die Kreuz 4. Ihr habt ihm jetzt aber die Pik Dame in die Hand gegeben und sagt, bam, das war deine Karte. Der Zuschauer sagt, nein, wir kontrollieren die Kreuz 4 auf die Art und Weise nach oben, die ich euch gerade erklärt habe. Also die ist irgendwo mit einem Kartenspiel. Ich gehe durch die Karten und sage, Kreuz 4 war deine Karte. Interessant. Weißt du, was wir machen? Gib mir mal bitte nochmal die Dame. Kreuz 4 ist jetzt oben. Der Zuschauer gibt uns die Dame. Ich sage, guck mal ganz genau hin. Aber ganz genau. Schau ganz genau auf die Dame. Wir schütteln das Ganze einmal kurz und bam. Ups, jetzt fliegt sie mir weg. Aus der Dame wird die Kreuz 4. Alternativ mit dem Shapeshifter, das geht auch immer ganz gut. Zack, ganz schnell wird aus der Dame die 4. Oder ihr habt hier die Dame, hier die Kreuz 4. Ihr bringt sie unauffällig an zweite Stelle beispielsweise, weil der Zuschauer glaubt, der Trick ist verkackt, sagt ihr. Es hat jetzt nicht geklappt, aber weißt du was? Double Lift. Jetzt könnt ihr jeden Color Change eurer Wahl machen, beispielsweise den Earth Exchange. Kreuz 4 war eigentlich die Karte, ja? Bam. Oder ihr seid hier und
macht hier so einen schönen Paintbrush-Change. Zack, guck mal, Kreuz 4. Was auch immer ihr machen möchtet, so könnt ihr euch auf jeden Fall ganz easy retten aus der Situation. Ihr müsst natürlich einen Double Lift zum Schluss machen, um clean rauszugehen. Ja? Kommen wir jetzt aber zu Szenario Nummer 2. Wir haben den Zuschauer nicht die falsche Karte gegeben, sondern der Zuschauer durchschaut, was wir machen. Wir machen beispielsweise einen Double Lift und der Zuschauer sagt, ey, das waren aber 2, das habe ich gesehen. Oder wir kontrollieren die Karte, wir machen einen Pass. Das lese ich so oft. Matti, die Leute sehen meinen Pass. Ihr wollt unauffällig einen Classic Pass machen und die Leute sagen, ey, das habe ich gesehen. Was machen wir dann? Jetzt haben wir 2 Möglichkeiten. Wir können dazu stehen, was wir gemacht haben, oder wir reden uns raus. Je nachdem, was ihr für ein Charakter seid, je nach Situation, je nach Trick, je nachdem, wie ihr euch jetzt retten möchtet. Ihr müsst einfach lernen, spontan zu sein und zu improvisieren. Das ist super wichtig. Ich sage euch jetzt ganz offen und ehrlich, mindestens ein Drittel, wenn nicht vielleicht sogar die Hälfte meiner Tricks, geht komplett schief. Und wenn nicht komplett, dann irgendwelche Fehler. Hier passieren sehr oft Fehler. Und das ist in Ordnung. Ich mache sehr riskante Tricks. Deshalb sind sie, wenn sie funktionieren, mega verblüffend, weil sie halt so riskant sind, dass sie unmöglich wirken. Was? Was? Das ist ja... Nein. Es kann halt aber auch sein, dass sie schief gehen. Und wenn riskante Tricks schief gehen, dann müsst ihr euch retten. Ich habe gar keine Angst mehr davor, Fehler zu machen. Und das nimmt einem wirklich so viel ab, wenn ihr nervös seid bei einem Double Lift. Steht mal auf, ihr seid nervös und ihr zittert. Klar, ihr macht das ganz auffällig. Klar weiß jeder Zuschauer dann, dass das gerade nicht einfach eine Karte war. Wenn es euch aber egal ist, wenn ihr euch denkt, ey, wenn ich einen Fehler mache, kann ich mich immer retten und deshalb habe ich keine Angst mehr vor Fehlern. In dem Moment mache ich den lockersten, okay, ja, das. Dann sage ich, oh, ups, das waren aus Versehen 2, Entschuldigung. Dann nehme ich die eine und mache schnell was anderes. Ich wollte zwar Double machen, aber okay, dann mache ich es halt nicht mehr, wenn der Double Lift nicht funktioniert hat. Aber wenn er funktioniert, dann wirkt er nun mal so dermaßen locker. Also ganz locker, ganz easy peasy. Pass auf, okay, schau mal. Okay, es muss nicht alles perfekt sauber sein. Erstens sehen das eure Zuschauer oft sowieso nicht. Und wenn sie es doch sehen, dann rettet ihr euch. Aber wie rettet ihr euch? Variante 1, ihr steht dazu. Auch da gibt es wieder 2 Möglichkeiten. Ihr könntet ertappt sein und dazu stehen und sagen, ja, da hast du mich jetzt erwischt bei. Komm, wir machen es jetzt mal ganz fair und ihr macht was anderes, vielleicht was Mathematisches, wie auch immer, was ganz, ganz sauber ist. Das ist wichtig. Wenn euch ein Zuschauer erwischt hat, müsst ihr jetzt unbedingt etwas machen, was 100% clean ist, wo ihr niemals erwischt werden könnt bei. Das heißt, jetzt würde ich was Mathematisches beispielsweise machen oder was Mentales, wie auch immer. Hauptsache etwas, wo ihr nicht erwischt werden könnt, okay? Variante 2 wäre, ihr selbst ertappt euch. Wie beispielsweise vorhin, ich wollte ein Double machen, ich habe ein Triple gemacht, das war ganz unsauber. Und das hat man gesehen. Da sage ich, oh, guck mal, lul, waren außerdem 2. Peak 9, die merken wir uns einmal und kannst mir eben einen Gefallen tun. Zack, ihr habt eine Top-Change gemacht. Bam, ihr verliert die falsche Karte drin und sie springt nach oben. Und ich habe mich gerettet, ja? Das heißt, ich habe mich selbst erwischt dabei. Ich habe selbst gesagt, huch, das waren 3. Passiert mir manchmal. Variante 1, ihr lasst euch erwischen. Variante 2, ihr steht nicht dazu, dass was schief gegangen ist. Der Zuschauer sagt, ey, ich habe gesehen, du hast da 2 umgedreht. Das mache ich auch sehr gerne, dass ich sage, hä, nee, ist eine gewesen. Hier, guck, jetzt fass an, hier, untersuch. Er fasst sie an, er untersucht sie. Ich mache aber einen Top-Change und damit rechnet er ja nicht, wenn er auf den Double-Lift guckt, okay? Und in dem Moment bin ich wieder clean, kann dasselbe machen, aber habe so einen Convincer drin gehabt, der eigentlich kein Convincer ist, okay? Also das ist auch so ein Ding, das ich sehr gerne mache. Wenn der Zuschauer sagt, hey, du hast da was gemacht, dann sage ich, nee, was denn? So ganz unschuldig, so, ich glaube wirklich daran, dass ich nichts gemacht habe. So überzeugend sage ich das so. Hä, nee, hä, was habe ich gemacht? Dann sagt er, ja, du hast da irgendwie, ich habe einen Pass gemacht, er hat was gesehen. Du hast da irgendwie die Stapel verschoben oder so. Nee, okay, misch die. Ich habe nicht, ja, okay. Er mischt sie durch. Klar habe ich dann die Karte verloren, die ich mit dem Pass ja eigentlich nach oben kontrollieren wollte. Aber ist kein Problem. Das ist halt übelst der Convincer, dass ich dann sage, nee, hier, misch, wenn du mir nicht glaubst. Und er mischt die Karten durch und jetzt ist er verwirrt. Weil jetzt ist er, ha. Warte mal, warum durfte ich jetzt mischen? Der hat da doch was kontrolliert. Hm. Ihr macht es so eurem Zuschauer viel schwieriger zu verfolgen, was ihr macht. Ihr nehmt die Karten in die Hand. Ihr könnt ganz in Ruhe durch die Karten gehen, sie euch raussuchen und sie auf die Art und Weise nach oben kontrollieren. Oder ihr geht die einfach durch und ihr kalt sie heimlich nach oben. Zack, bam. Oder ihr geht sie gar nicht durch und ihr macht was völlig anderes und schließt am Ende einen Bogen. Mache ich auch sehr gerne mal. Ihr seht also trotzdem die Hauptlektion von diesem Video. Macht euch locker, bleibt ruhig, bewahrt die Ruhe. Wir wechseln noch einmal den Ort und dann rede ich mit euch über Szenario Nummer 3. Let's go.
Kommen wir zum letzten Fall für heute. Und der letzte Fall ist eigentlich der allersimpelste. Den hätte ich eigentlich als erstes nehmen können. Huch, Fall Nummer 3. Ich selbst mache einen Fehler oder ich vergesse etwas. Beispiel, ich will jetzt einen Trick machen. Hier, ich habe hier auf meiner Somnium-Schachtel die Herz 8 abgebildet. Will die Herz 8 aus dem Deck raussuchen. Das habe ich jetzt gemacht. Und ich will sie meinem Zuschauer aufzwingen, beispielsweise mittels Classic Force. Der Zuschauer soll eine Karte wählen. Und ich weiß genau, wenn er die hier wählt, ist es die Herz 8. Und ich kann seine Gedanken lesen oder ich kann sagen, hier bam, guck mal, du hast eine Karte gewählt und genau die ist auch auf der Schachtel. Jetzt ist der Classic Force aber, wie ich das vorhin schon angesprochen habe, sehr riskant. Ich mache viele riskante Dinge in meiner Magie. Jetzt kann es passieren, dass ich den Zuschauer dazu kriegen will, hier die Herz 8 zu wählen, aber er wählt eine andere Karte. Er ist einer von denen, die die oberste nehmen wollen oder die zweite. Was mache ich jetzt? Der Trick ist dann ja verloren, richtig? Ich kann dann nicht mehr diesen Trick hier machen. Das stimmt. Und das ist egal. Wenn euch das passiert, ihr möchtet den Zuschauer eine aufzwingen, damit die Karte auf der Schachtel auftaucht, aber er greift nicht in den Force rein, dann macht ihn doch einfach nicht. Dann macht einfach mit dem Fehler weiter. Der Zuschauer will eine andere nehmen? Okay, dann hat er jetzt eine andere genommen. Er merkt sie sich. Ich mache einen anderen Trick. Wenn ihr nicht wisst, was ihr machen sollt, Freunde, ich habe auf meinem Kanal so dermaßen viele Kartentricks erklärt. Ich verlinke euch da oben jetzt die Playlist Kartentricks für Anfänger. Klickt euch da durch. Alleine der Playlist sind, glaube ich, fast 100 Videos drin. Das sind alles verschiedene Effekte, die ihr großteilig machen könnt, wenn euer Force nicht funktioniert hat und der Zuschauer hat eine andere Karte. Jetzt ist die Infokarte weg. Ich muss noch ein paar Sekunden gewinnen. Ich habe auch Tricks erklärt, die sind vor allem für euch Fortgeschrittene gedacht, weil sie vielleicht etwas schwerer sind oder ihr müsst an mehr Dinge gleichzeitig denken. Da oben in der Infokarte habe ich euch die Tricks einfach mal verlinkt. Schaut euch das Ganze an. Wenn wir jetzt in der Situation sind, ergreift nicht in den Force, dann ist das halt so. Dann macht ihr was anderes. Und beim nächsten Mal, wenn ihr den Trick gezeigt habt, ihr habt euren Applaus, dann sagt ihr, ich will noch was ganz Krasses zeigen. Nimm mal noch mal eine und jetzt greift er in den Force rein. Bam. Finale, Leute rasten aus, alles ist super. Also wenn Fehler passieren, macht weiter mit den Fehlern. Ist doch überhaupt kein Problem. Und was ihr auch immer machen könnt, ist, ihr könnt eure Methode etwas anpassen. Wenn der Classic Force nicht funktioniert hat und ihr wollt es nicht riskieren, dass er wieder nicht funktioniert, weil ihr dann beim zweiten Trick wirklich den mit der Herz 8 machen wollt, macht einen anderen Force. Ganz einfach, so ein Ding ist das. Wenn irgendwas zu riskant ist und es geht die ganze Zeit schief und ihr wollt es unbedingt als 100%igen Treffer haben, dann ändert eure Methode und macht etwas, was nicht so riskant ist, wo ihr wisst, es klappt. Ist auch eine Sache, die ihr immer machen könnt. Ich hoffe, ich habe jetzt einfach mal so ein bisschen dem entgegengewirkt. Ey, wirklich, ich kriege jeden Tag diese Nachrichten. Entweder bei Tricks mit Setup, yo, was mache ich denn, wenn der Zuschauer mischen will? Oder hier, auch ganz spektakulär, ganz großer Klassiker. Ich hatte euch eine Any-Karte, Any-Number vorgeführt, wo die Karte an vierter Position ist und er muss eine Zahl sagen, die größer ist als 4. Ja, aber Matti, was mache ich, wenn er eine Zahl sagt, die kleiner ist als 4? Wirklich? Ist das so ein Problem? Dann nehmt ihr halt die obersten 3 Karten, ihr passt sie nach unten oder ihr macht was anderes. Ihr macht einen anderen A-Can. Ihr habt den Zuschauer versprochen, er sagt eine Karte, er sagt eine Zahl, an der Stelle ist seine Karte. Okay, und jetzt sagt er eine Zahl, die euch nicht ins Konzept passt, dann ändert die Methode und macht es anders. Versteift euch nicht darauf, okay? Macht euch locker, ey. Ich hoffe, ich habe den jetzt so ein bisschen entgegengewirkt. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Lasst mich das doch gerne in den Kommentaren wissen. Und ganz, ganz, ganz wichtig. Erstens, wenn bald das Forum online ist, können wir uns darüber da natürlich austauschen und ihr könnt euch gegenseitig auch helfen. Zweitens, solange das noch nicht da ist, jetzt in den Kommentaren, schreibt doch rein, was macht ihr, wenn ein Trick schief geht? Das finde ich ganz interessant zu lesen. Vielleicht sind da Ideen drin, an die ich selbst noch nie gedacht habe. Lasst es mich gerne wissen. Was macht ihr, wenn ein Trick schief geht? Was ist eure Go-To-Alternative sozusagen? Ich sage Dankeschön, dass ihr euch das Video angeschaut habt. Ich hoffe, dieser etwas abwechslungsreichere Style hat euch mal gefallen zur Abwechslung. Das war zweimal Abwechslung. Lul läuft bei mir. Haut rein, liebe Freunde, und vergesst abonnieren nicht. 4-mal die Woche kommen hier richtig nice Videos. Haut rein, euer Matti und Gummifinger. Ciao.